So, also jetzt die feierliche Triebwagentaufe mit dem Logo. Kleinen Moment. Oh. Triebwagentaufe ist immer live, sagt der Herr Mählern. Es dauert noch ein bisschen was. Zu festes Klebeband rangebunden. Aber jetzt haben wir es. Aber solltest du nicht vorher auf die Flasche ranwerfen? Jetzt darfst du werfen. Also, feierliche Zugtaufe, das erste Mal hier in Scharfenstein. Der Ortsvorsteher hat gesagt, wir haben eine Burg, wir haben ein Planetarium, wir haben einen Bahnhof, jetzt haben wir auch noch einen Zug. Also, ran mit dem Ding. Jo, also, das Logo der Gemeinde mit dem Schriftzug Scharfenstein, denn hier ist ja unser Bahnhof. Wir danken der Erzgebirgsbahn ganz herzlich und dieser Triebwagen fährt jetzt durchs Erzgebirge. Wir wünschen dem Zug allzeit gute Fahrt und möglichst ja, gleich können Sie ja noch mitfahren, wie eben vom Herrn Scheinberger schon angekündigt. Wer nicht mitfährt, wer da bleibt, den erwartet bei uns auf der Bühne natürlich auch vieles noch. Hier bei uns gibt es gleich im Freien auf der Bühne noch eine Zaubershow der besonderen Art und im Zelt dann den Vortrag, den historischen Vortrag zur Industrialisierung von Scharfenstein. Ja, wer das miterleben möchte, soll da bleiben. Wer nicht, fährt mit der Bahn mit. Wie sie es machen, ist immer richtig auf jeden Fall. Und wir freuen uns dann für alle die, die mit dem Zug wegfahren, auch sie heute Nachmittag wieder hier begrüßen zu dürfen zum Bahnhofsfest in Scharfenstein. Jetzt warten wir aber noch auf den Zug und ja, die Kamera ist dann oben. Ich sehe sehr viele Handys von hinten, aber es ist, wenn wir einen Blick auf die neue Bahnhofsuhr werfen, ja, 11.57 Uhr. Oh, jetzt gibt es Signal, genau. Ja, da ist er. Wir begrüßen den Dampfsonderzug aus Schwarzenberg. Läuft hinein. Wahnsinn. Ein zauberhafter Zug und zauberhaft geht's auch gleich auf der Bühne weiter. So, alle mal winken. Ja, jetzt waren wir es wie bei dem Flugzeug bei der Landung. Jetzt gibt es erstmal einen fetten Applaus hier für die Ankunft. Wir begrüßen den Sonderzug aus Schwarzenberg.